Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder Creative Friday und in diesem Video machen wir Kreidefarbe selber. Wirklich ganz einfach mit Wandfarbe und Backpulver und das ergibt so eine richtig schöne Struktur, die ja einfach richtig klasse aussieht und irgendwie besonders, aber es ist super, super easy. Und ich habe dafür einfach so Glasvasen genommen oder zum Beispiel auch so ein ganz einfaches Gurkenglas. Ihr müsst allerdings aufpassen, dass ihr nicht zu viel Backpulver verwendet. Ich habe, ihr seht das gleich im Video, ich habe echt ein bisschen viel einmal reingekippt und dann gab es einfach einen großen Klumpen und den konnte ich leider nicht mehr verstreichen. Also ja, schaut einfach, dass ihr euch da langsam rantastet, einfach ein bisschen umrührt und guckt, wie sich die Farbe entwickelt. Aber ansonsten wirklich einfach, schnell, wunderbar. Genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat. Und ich freue mich über einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Creative Friday. Thank you.